Willkommen zu Gemmas Wunscherfüllung Tag 2. Hallo, mein Lieben, und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hier im Europapark Rust. Die Brina und ich sind wieder bereit im Make-A-Wish-Look. Das Wetter ist heute noch nicht so gut, aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir werden der Gemma einen wundervollen zweiten Tag bereiten und wir starten mit dem Frühstück. So, wir sind jetzt hier am Frühstücksbuffet und ja, wie schon gesagt, es ist in Buffetform. Man soll oder man muss Handschuhe anziehen, um sich die Sachen dann zu nehmen. Also die Auswahl ist wirklich riesig an Gebäck. Dann geht es hier weiter mit Müsli und Cerealien. Hier gibt es eine Auswahl an Wurst und Käse. Lachs gibt es auch. Und hier kommen wir dann zu den warmen Speisen. Ja, so sehen meine Teller aus. Also es sieht wirklich sehr gut aus, das Frühstücksbuffet. Für jeden ist was zu finden. Und wir lassen es jetzt alles schmecken. Wir sind fertig mit dem Frühstück und ich muss sagen, es war unglaublich lecker. Letzte Woche waren wir ja im Manhattan-Restaurant im Disneyland und das war nicht annähernd so gut wie das Frühstück hier. Und hier ist es sogar im Übernachtungspreis inklusive. Also da macht der Europapark schon einiges richtig. Ja, wir warten jetzt auf Gemma mit ihr, auf, und ihre Familie, denn die bringen noch ihre Sachen ins Auto und dann geht's in den Park. Ja, wir sind mittlerweile im Park angekommen und schlendern jetzt wieder zum Märchenwald, denn die Gemma hatte da nicht so viel Zeit gestern. Und ja, da wollte sie auf jeden Fall nochmal hin und ja, da laufen wir jetzt auch hin. Der sieht schon spooky aus, dieser Esel. Ja, ein bisschen schon. Ja, aber ich habe 50 Cent. Was für euch ein Schnitzel ist Müll für mich, ein Gaumenkitzel. Mäh, mäh. So. Mäh, mäh. Thank you. Mäh. Thank you.
durch Gemma entdecken wir hier ganz neue Ecken im Europapark. Diese Mine fand ich sehr, sehr schön und ich habe sie vorher noch nie gesehen. Normalerweise konzentrieren wir uns hier auf große Attraktionen. Und ja, das war jetzt echt so ein Geheimtipp, da mal durchzulaufen. Ich finde das wirklich, das war wunderschön. Und diese zwei Bahnen, die da durchfahren, die Wasserbahn und dieser kleine Zug, die muss ich auf jeden Fall auch noch mal irgendwann fahren. Jetzt nicht auf diesem Trip, aber beim nächsten Mal. Wir schauen uns jetzt die Show El Barón an, hier in der Arena in Spanien. Oh, endlich, meine Leute. Ihr habt meine Nachricht gekriegt, Gott sei Dank. Kommen Sie bitte hier, Baron. Ich brauche euch. Was seid ihr so abmutig, so stark? Was für eine Kriege. Ein großer Applaus für den Baron. Nein. Ihr seid ein Dieb, ihr seid ein Lügner, ein Betrüger, ein Schuft, ein Schurke, ein Nichts und Niemand, ein räudiger Hund. Ihr seid Abschaum, ihr seid abscheulich, ihr seid ein Schwein. Oh! Ey! Moment. Seid ihr alle bereit? Und los! Ja, wie eben schon erwähnt, wir haben uns die Show El Barón angeschaut und ihr habt auch ein paar Szenen gesehen. Und ich muss sagen, bin wirklich begeistert. Also es war Action, es war ein bisschen Spaß dabei. Hätte ich gar nicht erwartet, oder Daniel? Mir hat es auch mega gut gefallen. Also wie du gerade schon gesagt hast, total überrascht. Ich dachte zuerst, okay, so eine spanische Show ist eigentlich so gar nicht mein Fall. Aber es war lustig, es war Action mit drin, es waren tolle Effekte, ne, die da präsentiert wurden, gute Darsteller, es war echt gut. Also wenn ihr hier im spanischen Themenbereich euch rumtreibt, lasst diese Show nicht aus. Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, auch die Europapark-Show, ich habe jetzt die gestern nicht gesehen, aber die war auch schön, oder? Sehr gut. Auch gestern schon im Theater, die Show. Ich habe wieder The Show Must Go On. The Show Must Go On, ja, ganz genau. Die war auch mega gut. Also ich bin auch normalerweise nie hier bei den Shows im Europapark unterwegs. Es ist echt jetzt mal eine Gelegenheit, das zu machen. Und es kommt ja heute auch noch was. Ja, also ich muss sagen, der Europapark kann auch Shows. Er kann nicht nur essen, er kann auch Shows. Attraktionen auch. Ja, es ist schon ein schöner Park, das kann man sagen. Also wenn ihr auch Zeit habt für Shows, auf jeden Fall mit einplanen. Genau, und dann demnächst mehr bei Europamaus und Europapark and more. Überlegen uns schon umzubenennen. Das! Die Boni! Ja,
für uns wird es jetzt Zeit fürs Mittagessen. Und wir gehen heute im Bamboo Bay essen, in der Nähe von Piraten, das ist bei Piraten in Batavia. Man sieht nämlich die Attraktion vorbeifahren und das Essen ist dort asiatisch angehaucht. Und ja, zeigen wir natürlich gleich, wie es aussieht. Ja, das Prinzip hier im Bamboo Bay ist, ihr sucht euch eine Bowl aus oder eine Salatbowl und dann könnt ihr euch eure Zutaten an Tagen der Schritte auswählen. Es gibt aber noch Suppenbowls, die sind fertig zusammengestellt, Mini-Frühlingsrollen, ja, aber wir entscheiden uns für die Bowls. Es ist etwas dunkel, aber hier seht ihr meine Bowl mit Reis, Gemüse, Rindfleisch, zwei Toppings und dazu haben wir uns noch Frühlingsrollen zum Teilen bestellt. Also während man hier im Bamboo Bay sitzt und etwas isst, fahren die Boote von Piraten in Batavia an einem vorbei. Und es ist richtig schön und beleuchtet. Du hast uns, oder wir haben gehört, dass du gerne zauberst und hast uns das ja auch gestern demonstriert mit deinem Zauberring. Was hältst du davon, wenn wir jetzt einen echten Zauberer treffen? Ist das gut? Das war der Zauberer von der Show, die hier läuft. Du wirst jetzt gleich treffen dürfen. Du darfst ihm bestimmt auch eine Frage stellen oder vielleicht auch deinen Trick zeigen. Hast du den Ring dabei? Na klar. Und danach gucken wir uns natürlich die Show an. Ja, ihr habt es gehört. Gemma darf hier den Zauberer gleich treffen. Dann hier den. Und dann schauen wir uns natürlich auch noch die Show an. Und ja, danach gibt es noch ein Meet and Greet mit Ed und Edda. Aber davon weiß sie noch nichts. Und Gemmas Familie ist da. Hallo. Genau. Später schaut ja Gemma die Show an. Hallo. Und jetzt würden wir, Gemma, wenn du Lust hast. Lass mal, die ist gerade vorbei. Ja. Ich gehe einfach mal nach hinten. Ein paar Zaubertricks dann mal mit Gemma. Ja, sie hat auch einen Zaubertrick dabei für dich. Für mich auch einen Zaubertrick. Ja, das wollte sie auch. Wollte sie dir auch zeigen. Alles klar. Also, wenn du Lust hast, dann können wir wieder auf die Bühne. Ja? Ja? Cool, bitte. Herr Zauberer möchte sein, nur mit reiner Fingerfertigkeit, okay? So, ich mache mal meine Ärmel weit nach oben, damit man das auch sehr, sehr gut erkennt und sieht, dass nichts mit den Ärmeln ist, okay? In der Zwischenzeit möchte ich dir gerne ein Kunststück mit einer einzigen Spielkarte zeigen, okay? Und das ist diese hier. Guck mal. Du darfst sie mal nehmen in die Hand und gucken, ob das eine ganz normale Spielkarte ist. Ja? Okay, cool. Und ich habe natürlich noch etwas, sind diese kleinen Tüchelchen, okay? Kannst du auch erkennen, okay? Halt das in deiner Hand, jetzt wirst du sehen, wie dieses rote Tuch vor deinen Augen verschwindet, okay? Guck mal, ganz langsam, ich gebe das in meine Faust, okay? Guck mal. Dann verschwindet das Rote, jetzt habe ich nur noch dieses Blaue. Cool, oder? Ja, ich mache das noch einmal, du musst gut aufpassen, guck mal, jetzt habe ich das Blaue. Okay, nichts in die Hände, außer diese Karte und die Blaue. Guck mal. Ganz langsam. Wenn ich schnell bin, sagst du mir Bescheid. Okay, guck mal. Siehst du das? Wie das verschwindet vor deinen Augen? Guck mal, die Karte hattest du kontrolliert, oder? Ich mache einmal so und einmal so. Und dann erscheint das blaue Tüchelchen. Siehst du das? Und nicht nur das, sondern auch das rote. Ist auch da. Guck mal. Siehst du, also das passiert direkt vor deinen Augen. Du brauchst alles kontrollieren, bitteschön. Und wer will auch die Spielkarten? Ja, können Sie alles. Das sind normale Tücher. Ja, cool, oder? Dankeschön. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, wunderbar, das freut mich. Okay, cool. Ja, danke. Normalerweise kommt Applaus, aber ich. Das mache ich mal.
der Kamera, damit die das halt sehr, sehr gut sehen können. Ja? Ich komme mal so ein bisschen näher. Könnt ihr das erkennen? Und du auch? Also, der Ring ist ja hier unten. Ne? Jetzt wird dieser Ring von da nach da springen. Okay? Achtung, das geht ganz schnell. Hast du es gesehen? Und wieder zurück. Ich schaff's. Achso, du hast es noch nicht gesehen. Okay, ich mach's ein bisschen langsamer, damit du das siehst. Guck mal. Jump, jump back. Hast du gesehen, wie der Ring rübergesprungen ist? Ich mach's nochmal, guck mal. Jump, jump back. Verrückt, oder? Das ist ja süß. Du kannst sie auch sehr gerne umarmen, wenn du möchtest. Natürlich, natürlich stelle ich dann einfach in die Mitte. Frag mal, wie es denn geht, Gemma. Ja, gut. Habt ihr einen schönen, ja. Habt ihr einen schönen Tag, Ed und Edda? Ja. Sehr gut. Guck mal, Selfie. Oh, mehrere. Ja, das ist toll, das ist toll. Genau. Und Frisur sitzt. Oh ja, Frisur sitzt an die Hand. Genau, genau. Wir drauf, ja. Genau. Nach dem Meet and Greet mit dem Zauberer und Ed und Edda, was wirklich sehr, sehr süß war, schauen wir uns jetzt die Show an und ich zeige euch ein paar Eindrücke. Bällchen aufpassen. Es ist nicht so einfach. Ihr werdet gleich merken, warum das nicht so einfach ist. So, zwei. Und dir geht es wieder gut. Ja. Toll, danke, Obus. Das habe ich gerne getan, Ed. Aber jetzt sind wir auch schon am Ende. Nach der wunderschönen Zaubershow, die sehr, sehr witzig war und der Zauberer ist super, super sympathisch, schauen wir uns hier Snorri's Adventure an. Im 360-Grad-Dom, ne? Dom? Theater. Was? Traumzeit-Dom. Die letzte Attraktion für heute ist Madame Freudenreich. Gemma, du hattest dein perfektes Wochenende. Was hat dir am besten gefallen? Alles. Alles. Es hat ja am Freitag angefangen mit dem Geisha-Shooting, mit dem Build-A-Bear. Und dann wart ihr auch noch schön essen in Frankfurt. Und dann seid ihr in den Europapark gekommen und habt hier 2 Tage verbracht.
Daniel, möchtest du noch was fragen? Ja, was? Irgendwas, ein ganz besonderes Highlight aus dem Europapark? Alles. Alles? Alles war ein Highlight? Und was war das beste Essen? Alles. Auch alles? Auch alles, ja dann. Sehr gut. Waren wir denn gute Begleiter? Ja. Würdest du uns weiterempfehlen? Ja. Sehr gut. Du hast ja auch noch einen Tipp gehabt für die anderen Wunschkinder, was die sich wünschen sollen. Falls ihr in den Europapark gehen wollt, wünscht euch das Emolite, das ist gut. Das ist gut, super. Meiner Meinung nach. Sehr schön. Ja, wir müssen uns auch bei dir bedanken, Timmer, für das ganz, ganz tolle Wochenende, dass du uns begleitet hast, uns ertragen hast. Und ja, viel Spaß noch. Ja, gute Heimreise. Und alles Gute für dich. Euch auch. Danke. Wir sehen uns mit Sicherheit wieder. Ihr habt gesehen, wir haben Gemma verabschiedet. Es war wirklich ein ganz, ganz tolles Wochenende. Hier nochmal ein Danke an den Europapark, dass er uns durch das Wochenende begleitet hat und uns so viele tolle Sachen ermöglicht hat. Und ja, wir laufen jetzt Richtung Hotel und werden dann nach Hause fahren. Aber ich verabschiede mich hier bei euch und denkt dran, wenn ihr solche tollen Aktionen unterstützen wollt, spendet gerne an Make-A-Wish Deutschland. Alle Informationen findet ihr unten in der Infobox. Nur so können Kindern Wünsche erfüllt werden. So, damit verabschiede ich mich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.